Wir machen es wahrscheinlich mit Absicht. Das kann auch sein, dass er quasi das jetzt dadurch bestätigt hat, dass du dann vielleicht nicht allzu sehr frustriert sein sollte. Wenn es vielleicht dann doch nicht so klappt, wie man es gern hätte. Ja. Obwohl. Ja, trauen wir sich was. 600er Wette passt schon. Ja, wir müssen mit den Wetten halt einfach. Mit den Wetten gut abstimmen, wem sollte man da jetzt, mit dem sollte ich wetten, mit dem eher weniger. So kommen wir dann zu unserem Geld. So kommen wir dann richtig schön zu unserem Geld. Weil das sollte eher das Wichtigste sein, wie wir zu Geld kommen. Und dann werden wir immer stetig, immer wieder und wieder zum ersten Platz aufgekutschiert werden. Alter, noch ein Rennen und wir sind... Also in dem Rennen sind wir dann eh schon Stufe 3, gell? Wollte ich nur mal gesagt haben, aber dabei würde ich jetzt doch immer behaupten, ist jetzt doch nicht zu kritisch. Ist jetzt dabei noch nicht so kritisch, dass wir nicht Erster sind. Also ich meine, dass wir Stufe 2 sind. Vielleicht ab Stufe 3 könnte es vielleicht ein bisschen kritischer werden. Für uns mit den Polizisten. Ich glaube, bei den Kurven knacke, ja. Weißt du das Gefühl? Ich glaube, bei den Kurven vielleicht. Habe ich ja Klick. Es sind viele Kurven dabei. Wir haben zwei Runden. Ah, da habe ich wieder gerade. Da kann ich wieder Gas geben. Ah ja, bleib dabei. Shit. Ah, musste ich jetzt ausnutzen. Auch wenn sie es jetzt... Oh, nee. Das kostet mir wahrscheinlich jetzt auch den zweiten gleich. So schön dicht nah herangefahren und alles und jetzt schon wieder Meier. Schon wieder broken. Wieso tut er schon wieder nicht? Driften, danke schön. Mit dem ich wette, der kommt auch schon langsam. Immer näher und näher, super. Cool. Du Volltrottel. Wieso nimmst du die Kurven da? Hab ich nicht gesehen. Ja, nicht. Ich definitiv hab ihn gesehen. Ich gewinne schon noch. Gas. Sind wir endlich mal Erster mit dem Drecksfahrzeug? Digga. Der andere ist aber Dritter, gell? Muss ich aufpassen. Der andere Pre ist Dritter. Jetzt gib Gas, Haverer. Nett, dass der uns da. Der fahrt uns da. Boah, der hätte mich da noch fahrt in den paar Sekunden da noch. Wenn ich nicht extra noch so schräg reingefahren wäre, wären wir am Arsch. Wären wir richtig am Arsch gewesen. Digga. 3,5. Wir sind am Arsch. 3,5, wir sind am Arsch. Konkurrenzkampf. Hört sich sexy an. Ich glaube, da nehme ich noch die nächsthöhere Stufe. Machen wir gleich auf Stufe 5. Safe. Der heißeste Radiosender in Lakeshore. Das war KM und ihre neue Single Toxiclectic. Heute ist der hoffnungsvolle Bürgermeisterkandidat Holden Parker der Dritte in der Sendung. Willkommen. Danke, Sam. Nein, danke. Nicht mit meinem Cholesterinspiegel. Alles klar. Fangen wir also mit der Nachricht an, dass Bürgermeisterin Stevenson städtische Aufträge an ihre engsten Vertrauten vermittelt hat. Hat sie das? Nun, jemand sollte sich dagegen aussprechen. Ja? Vielleicht jemand, der bei der kommenden Wahl gegen sie antritt? Genau. So jemanden solltest du in die Sendung holen, Sam. Dip. Ja, na gut. Ich habe hier irgendwo noch eine Schachtel mit Crackern. Zeit für ein paar Anrufe. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen fad, dass wir jedes Mal immer zum gleichen Start oder